Heute gibt es weißen Spargel vom Grill. Zusammen mit Katha und Charlie von der Elo waren wir unterwegs und haben frischen Spargel besorgt. Unter dem Motto ganz schön regional, ganz schön saisonal. Bevor wir den Spargel grillen können, müssen wir ihn natürlich ernten. Dafür sind wir heute in Löning beim Spargelhof Niehaus. Und da haben wir die Katha von der Elo wieder dabei und Patrick von Spargelhof Niehaus. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man den Spargel da aus der Erde holt. Hallo Katha. Hey, schön dich zu sehen. Patrick. Moin. Moin. Tag. Grüß dich. So, wir sind hier jetzt auf dem Spargelfeld. Was machen wir jetzt? Jetzt wird Spargel gestochen. Wir haben dir schon das passende Equipment mitgebracht. Danke. Und jetzt zeigt Patrick, wie wir Spargel stechen. Ja, geil. Was machen wir denn zuerst? Weißen oder grün? Oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den weißen Spargel. Ich habe euch schon mal ein paar Meter aufgedeckt. Ja. Können wir unseren Erntehelfern mal zur Hand gehen. Du hast gerade gesagt, du hast sie abgedeckt. Weil weißer Spargel darf kein Licht kriegen, ne? Das ist richtig. Durch das Licht wird eben Chlorophyll gebildet. Ja. Und dann wird er genauso grün wie der Grünspargel. Okay. Und deswegen die dunkle Folie da drauf. Und die hohen Dämme, damit das eben in der Erde wachsen kann. Und ja, die dunkle Folie, erstens, damit kein Licht reinkommt. Und zweitens kann man damit auch noch Temperatur regulieren. Okay. Und dann sagen, ich will mehr Spargel, ich mache die weiße Seite die schwarze Seite nach oben. Ach, dann wird es heißer da drin, oder ja, was? Ach so. Krass. Du kannst somit auch die Ernte entsprechend auch verfrühen. Wenn du sagst, okay, durch die Wetterbedingungen oder durch die ganzen Schwankungen kommt er erst später. Und damit hat man auch die Folie, die Wärme generiert und dadurch könnte man die Ernte verfrühen. Da die Deutschen ja auch passend zur Saison, Anfang April bis Mitte Juni, sagen wir, ist die Spargelsaison, dann auch entsprechend ihren Spargel auf dem Tisch haben. Ja, Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal einen rausholen, oder? Zeig doch mal, wie das Gerne. Geht. So. Hier haben wir mal niegelnagelneue Spargelstechmesser. So, eigentlich geht man dann dabei, kratzt ein bisschen von der Seite weg. Dann gehst du eigentlich so drunter durch. Und dann so. Und dann zack. Und dann kannst du das so hochholen. Okay. Und wächst die jetzt nochmal oder ist die jetzt, ist der jetzt vorbei? Das ist ein einzelner Trieb, ja, den du jetzt kaputt gestochen hast. Okay. Der kommt nicht mehr. Aber die Spargelpflanze bildet ja sehr viele Triebe. Okay. Und dadurch kannst du eben von einer Spargelpflanze viele Stangen abschneiden oder stechen. Und wir haben immer noch genügend, damit dann ab 24.06. eben die Spargelpflanze ihr Laub bilden kann. Und diese hohen Büsche dann da oben. Richtig. Auch. Das ist wichtig, damit die Spargelpflanze eben auch Photosynthese und betreiben und Assimilate bilden kann. Ja. Also Reservestoffe eben für das nächste Jahr, damit dann wieder Spargelstangen kommen. Also deswegen müssen diese Bäume dann auch rauswachsen. Genau, Sie sagen, Ende sagt man ist dann der 24. Juni, das ist der Johannitag, der wird halt Spargelsilvester genannt. Genau. Und dann lässt man sie wachsen. Richtig. Und danach, man zieht auch nicht länger. Es gibt natürlich Anlagen, die dieses Jahr dann auch ihr letztes Jahr haben und wenn dann eben Bedarf da ist, dann macht man auch noch länger. Weil die dann nicht nächstes Jahr wieder machen. Richtig. Ja, okay. Ja, genug gequatscht. Ich würde sagen, wollen wir auch mal einen ernten? Ja, definitiv. Satan. Patrick, ich hab einen. Ich hab einen richtig guten. Ich hab einen, danke. Sieht auch gut aus. Der sieht gut aus, ne? Aber ich habe den jetzt relativ schräg hier. Ist das? Das ist normal. Ist normal, dann wird er hier einfach nachher abgetrennt und dann fertig. Ganz genau. Ja, ist doch super. Und nach dem Stechen machen wir die ganzen Löcher einmal zu. Ah, ja, ja. So. Wenn nämlich die Oberfläche schön gerade ist, kann man sehen, wo die nächste Stange hochkommt. Und wenn die ganzen Löcher eben mit Sand aufgefüllt sind, dann kommen die nächsten Stangen auch wieder gerade hoch und wachsen nicht in die Löcher rein. Ah, okay. Das ist meine Ausbeute, meine Damen und Herren. Ich sag euch, ey, Respekt. Das muss man üben. Das muss man üben. Wenn wir jetzt die hier aus dem Feld geholt haben, was machen wir danach also mit dem Spargel? Also den auf jeden Fall nicht. Ja, der ist nicht so geil geworden, ja.
Aber was machen wir danach? Genau, dann wird der Spargel angeliefert, entsprechend einmal gewaschen. Dann kommt der auf die Sortiermaschine, wird das holzige Ende unten, was man jetzt bei deinem Wetter nicht sehen kann, wird einmal abgeschnitten und dann wird das entsprechend sortiert, geht dann ins Kühlhaus und genau, einige werden auch noch geschält. Einen weißen Spargel, ne? Der grüne Spargel wird nicht geschält. So ihr Lieben, so den Spargel haben wir, frisch geschält, frisch gewaschen, zwei Sparschäler gab es auch noch dazu. Der Spargel geht jetzt von Niehaus an Elo und Elo vertreibt sie dann an die Supermärkte oder Niehaus hat ja auch einen wunderschönen Hofladen. Wir nehmen den Spargel jetzt mit zurück an unseren Grill und dann machen wir da tolle Rezepte von. Huhu, Charlie, hallo! Oh, Katha, Olli, endlich seid ihr da! Wir haben dir was mitgebracht. Was habt ihr mir mitgebracht? Wir haben dir schön frisch geschälten Spargel von Bertolt Niehaus mitgebracht aus Löningen. Und der sieht so super aus. Guck Hammer, ne? Mal, was der für wunderbare Köpfe hat. Also du wirst nachher im Video sehen, der Spargel, der kann nicht von uns beiden gestochen sein. Bertolt, danke. Danke, Bertolt. Unser erstes Gericht für heute ist der klassische weiße Spargel. Diesmal aber nicht gekocht, sondern gegrillt. Wir können also keine Suppe machen, weil wir kein Spargelwasser haben. Auch den legen wir einfach nur auf den Grill. Keine Kartoffeln, Salzkartoffeln dazu, sondern ein Kräuterkartoffelsalat und ein paar Steaks. Super. Wieder alles also für den so schönen Garten. Schön klassisch. Steak mit Spargel. Kartoffelsalat. So, wir beginnen mit dem Spargel. Wir rechnen damit, dass der so 10 bis 15 Minuten mindestens braucht, bis er gar ist. Erst auf kleiner Flamme, damit er durchgart, bisschen bissfest bleibt und zum Schluss macht der Olli etwas Feuer auf die Kerzen, damit er etwas Farbe bekommt. Dann wird er noch mal gesalzen, eine Prise Zucker darüber, ein Stück Butter, wie wir es gewohnt sind. Die Römer haben den kultiviert. Die haben den nicht nur als Heilpflanze benutzt, sondern haben ihn nachher auch gefuttert. Aha, und wozu benutzt man den als Heilpflanze? Ich weiß es nicht, ob die den zerrieben haben für Wundheilung, aber ursprünglich ist er als Heilpflanze gedacht. Der Kartoffelsalat ist wie folgt. Wir haben Kartoffeln gekocht, Pellkartoffeln, bisschen bissfest gelassen, dann den armen Kartoffeln das Fell über die Ohren gezogen, danach zwei Schalotten klein geschnitten, kleine Cornichon-Gurken, bisschen Saft aus dem Gurkenwasser, wieder Essig und Öl, in diesem Fall einmal Sonnenblumenöl, dass es keinen Olivengeschmack hat, weil es ja ein klassisches Gericht sein soll. Und dann Zucker, Salz, Pfeffer, Kräuter sind frische Petersilie und frischer Schnittlauch da drin. Ja, wir geben noch ein bisschen Zucker, wie wir das gewohnt sind bei der Spargelzubereitung. Hier auf dem Grill hat es einen besonders schönen Effekt, weil der Zucker noch karamellisiert und einen schönen karamelligen Geschmack für den Spargel gibt. Charlie, weißer Spargel, Fleisch, Kartoffelsalat, was trinkt man dazu? Bier geht immer, aber das Schönste ist natürlich ein schöner, knackiger Weißwein. Sauvignon Blanc oder einen schönen Grauburgunder oder einen Weißburgunder. Ich guck mal, was Schickling in seinen wunderbaren Grillmöbeln zu bieten hat. Viel Stauraum für Eis und Getränke. Und wenig Weißwein. Und wenig Weißwein. Deswegen legen wir jetzt das Fleisch ja, auf. Ja, genau. Lass uns mal mit dem Fleisch weitermachen. Super. Die guten Rindersteaks. Das ist vorgewürzt, sind Ranger Steaks von der Firma Lübbe. Und von beiden Seiten vier Minuten. Wo kommt Lübbe denn her? Lübbe kommt natürlich aus Langförden, alles regional und saisonal. Ich kann auch wirklich sagen, wir haben da auch schon mal ein paar Mal Fleisch weggeholt. Das ist sehr, wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Alle Fechteraner fahren zu Lübbe, man muss es wirklich sagen. Ja. Fantastisches Fleisch. Machen wir den Deckel zu oder lassen wir? Wir machen den Deckel auf. Zu. Gut. Oh, das sieht schon ja, richtig guck mal, gut aus. Guckt euch mal die gleichmäßige Bräune an. Also du hast nirgendwo eine Stelle, die nicht gebräunt ist. Also das, wenn ihr, nur auf dem Schickling kommt. Wenn ihr eine richtig geile Hitzeverteilung wollt, dann ist das schon nur Schickling. Wirklich, das hat Philipp schon richtig geil entwickelt, ja. Muss ich echt sagen. Ich muss sagen, da ist die Konkurrenz nicht so gut. Wie isst du denn deinen Spargel am liebsten? Tatsächlich ganz, ganz klassisch. Einfach Spargel mit etwas Schinken, am liebsten Kochschinken und ein kleines bisschen Hollo? Ja! Ich auch. Tatsächlich, ich liebe Hollo. Aber du sagst weiß oder grün? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher grün nehmen. Ja. Aber ich mag den weißen auch sehr, sehr gern. Ja. Da ticken wir ähnlich. Ich mag weiß und grün auch gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste im Supermarkt, dann greife ich tatsächlich eher zum grün. Jetzt kommt noch ein bisschen Butter drauf, damit er schön zart wird und den klassischen Buttergeschmack erhält. Das erste Rezept ist fertig. Weißer Spargel mit
Ranger Steaks von Lübbe und richtig leckerem Kartoffelsalat. Ja, wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Greift zu, greift zu. Und los geht's. Und wir sehen uns im nächsten Video.